Schlafend. Schlafend ist das Partizip Präsens von Schlafen. Schlafen ist einer der drei Bewusstseinszustände, durch die jeder Mensch hindurchgeht, eben Wachen, Schlafen und Träumen. Manchmal sagt man auch, dass Träumen und Tiefschlaf beides zum Schlafen dazugehört. Schlafend ist ein Mensch dann, wenn er die Außenwelt nicht mehr bewusst wahrnimmt. Man spricht auch davon, dass auch im Wachzustand der Mensch irgendwo schlafend ist, denn er erfährt nicht die höchste Wirklichkeit, er befindet sich in einer relativen Wirklichkeit. Im Yoga wird oft der Schlafzustand als Analogie genommen, um zu beschreiben, dass auch der Wachzustand nur eine Illusion ist. Wenn du schlafend bist und im Tiefschlaf bist, dann nimmst du überhaupt keine Welt wahr. Wenn du schlafend bist und im Traumzustand, dann schaffst du dir deine Welt aus den Erinnerungen deines Unterbewusstseins. Die Traumwelt ist für dich im Traum wirklich. Aber wenn du aufwachst, dann weißt du, die Traumwelt war unwirklich. Ähnlich, diese Wachwelt ist auch nur ein Traum. Du kannst aus dieser Wachwelt aufwachen und erkennst nachher, die Welt, die du für so wirklich gehalten hast, war nicht wirklich so wirklich, wie du gedacht hast. Und so sagen die großen Yogameister, wache auf, höre auf, dich mit diesem schlafenden Bewusstseinszustand zu identifizieren. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche, du bist das unsterbliche Selbst. Wenn du aufgewacht bist, erfährst du das wahrhaftig.